ist Friends Day. Alle 14 Tage beantworte ich hier eure Fragen. Und ich freue mich drauf. Danke für die vielen Zuschriften und Kommentare. Und jetzt legen wir los. I wanna talk to you. I gotta talk to you. So, kommen wir jetzt zur ersten Frage. Die kommt von Sina123 und sie fragt mich, du arbeitest ja in deinen Videos auch viel mit Bildern und viel mit Einblendungen. Und hast du da eine spezielle Ordnerstruktur? Wie legst du die Bilder irgendwie ab, dass du sie wiederfindest? Oder hast du ein spezielles Programm und wie beschriftest du die? Ja, ich arbeite in meinen Videos öfter mit Bildeinblendungen, weil ich finde es immer schön, das, was ich sage, einfach noch durch Bildmaterial zu unterstützen. Ich finde es selber so auch interessanter und man kann ein Video natürlich auch viel schöner dadurch machen und einfach interessanter gestalten. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Und mittlerweile habe ich sehr viele Bilder. Ich fotografiere wirklich sehr gerne und wenn ich unterwegs bin und ist die Kamera irgendwie immer mit dabei. Und ich habe eigentlich keine ganz spezielle Struktur. Ich versuche einfach, die Fotos so abzulegen, dass ich sie wiederfinde. Und ich habe überhaupt kein spezielles Programm. Ich habe meine Fotos auf einer externen Festplatte, weil man weiß ja nie, was passiert. Und mittlerweile sind es so viele Videos und so viele Fotos, dass sie einfach nicht mehr alle auf meinen Computer oder auf meinen Laptop passen. Das sprengt bereits den Rahmen. Und ich habe einen ganz normalen Fotoordner und der hat viele Unterordner. Wenn ich Blumen fotografiere, dann lege ich die unter Blumen oder Flowers ab. Und wenn ich für ein Food Diary fotografiert habe, dann weiß ich, dass es im Food Diary Ordner zu finden ist. Oder wenn ich im Winter was fotografiere, Schneefall oder Schnee oder sowas, dann ist das im Ordner Winter 2014 oder 2013. Und die Ordner beschrifte ich jetzt ganz simpel. Habe ich zum Beispiel ein Handcreme-Video gedreht und ich habe Handcremes fotografiert, dann ist das meistens unter Beauty und dann gibt es den Unterordner Pflege oder dekorative Kosmetik und dann lege ich das einfach unter Pflegeprodukten ab. Und da habe ich zum Beispiel den Unterordner Handpflege und dann tue ich die ganzen Handpflegeprodukte-Bilder da rein. Also die Ordnerstruktur ist so, wie ich mich einfach gut daran erinnere, weil ich weiß eigentlich ziemlich genau, was ich in meinem letzten Food Diary gemacht habe oder ich weiß zum Beispiel ganz genau, wo ich meine ganzen Erdbeerbilder habe. Wenn man das natürlich selber fotografiert und auch ablegt, dann macht man das praktisch so, wie man das fühlt und das mache ich irgendwie auch. Ich habe da so kein bestimmtes System. Meistens mache ich einen separaten Ordner für Videos, weil ich meistens Fotos und Videos trenne. Das ist für mich irgendwie einfacher zu handhaben und ja, also mache ich das total simpel und so, wie es irgendwie intuitiv für mich am besten ist. Und die nächste Frage kommt vom Mond und sie fragt, hast du ein paar Tipps, wie man Kids beim Zahn etwas behilflich sein kann? Mein Sohn zahnt momentan und es ist sehr schlimm, weil er viel weint und ständig an die Brust möchte. Wie hast du das bei deinen Kindern gemacht, um ihm das Zahnen so ein bisschen zu erleichtern? Das kann ich sehr gut verstehen. Das Zahnen kann wirklich so unterschiedlich ablaufen. Das kann so sein, dass man wochenlang nicht schläft, weil das Kind einfach nur brüllt. Und es kann auch sein, dass man überrascht morgens feststellt, was ist das denn da im Mund? Das ist ja ein Zahn. Also ich kenne Kinder, die haben ganz große Probleme damit und ich kenne auch Kinder, die zahnen so nebenbei. Und Kinder, die zahnen und meistens Probleme damit haben, die wollen unheimlich viel beißen und saugen. Die haben immer ihre Hände, ihre Finger im Mund, wollen immer auch was rumbeißen oder wollen einfach viel, viel saugen. Ich finde halt wichtig, dass man diese Bedürfnisse unterstützt, indem man ihm einfach was gibt, worauf sie beißen können. Mein Sohn zum Beispiel, der hat auch etwas später gezahnt, der hat sehr, sehr gerne so gekühlte Salatgurke sich so in den Mund gesteckt. Dann habe ich ihm so ein dickeres Stück gegeben, hatte das immer so irgendwie an die Zähne gehalten. Das hat ganz gut funktioniert. Es gibt ja auch Beißringe, die kann man zum Beispiel in den Kühlschrank legen, dann sind sie so ein bisschen kühl und dann kann das Kind darauf rumbeißen. Meine Kinder wollten so eine Beißringe irgendwie nie, die haben das immer abgelehnt, die hatten immer sehr stark ihre Hand, ihre Finger im Mund und wollten auch immer viel saugen und viel trinken. Ich kenne auch viele Mütter, die sind das homöopathisch angegangen, es gibt ja mehrere Sachen, die man da geben kann, ganz bekannt sind Camomilla, Belladonna oder auch Osanit. Ganz wichtig hier, es sollte vorher mit dem Homöopathen oder Kinderarzt abgeklärt werden, was ist jetzt das Richtige für mein Kind. Weil einige Kinder reagieren auf Camomilla überhaupt nicht, die anderen wieder sehr gut. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich.
Bei meinem zweiten und bei meinem dritten Kind war die Zahnungsphase auch nicht so easy, aber ich habe gemerkt, auch durch Ablenkung kann man da wirklich viel machen. Wir sind dann meistens einfach nach draußen gegangen, ich habe ihn in die Karre gesetzt und meistens hat Ablenkung gut geholfen, wenn sie einfach andere Eindrücke bekommen, sind sie vielleicht mal nicht so gut drauf, aber sitzen in der Karre und können dann ein bisschen in die Natur gucken und das tat meinen Kindern immer sehr gut, auch frische Luft, so ein bisschen Ablenkung und einfach gucken, wie kommt man einfach gut durch den Alltag. Da muss man immer so ein bisschen ausprobieren, weil das auch immer so unterschiedlich ist. Ich bin eigentlich durch die Zahnungsphase meiner Kinder sehr gut gegangen. Das war immer manchmal sehr akut und dann habe ich so gedacht, oh Gott, wie soll das bloß werden? Und dann war es auch schon wieder besser. Dann wurde es besser, dann war der Zahn durch und nicht jeder Zahn macht solche Probleme. Und ich weiß, dass viele meiner Zuschauer auch Mütter sind. Was habt ihr gemacht, als eure Kinder gezahnt haben? Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht kann man sich so gegenseitig so ein bisschen unterstützen, so ein bisschen helfen, weil ich weiß, diese Phase kann einen wirklich in den Wahnsinn treiben. Also liebe Mamis, schreibt es rein in die Kommentare. Was habt ihr gemacht, als eure Kinder so stark gezahnt haben? Vielleicht gibt es da jetzt noch mehr Tipps, würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Nerven, halt durch, es ist bestimmt bald vorbei. Du suchst einen blauen Drachen? Ganz blau. Ganz blau. Und muss das jetzt sein? Eigentlich drehe ich gerade ein Video. Hast du ihn gefunden? Es dauert noch ein bisschen, bis wir weitermachen können, weil der blaue Drache muss noch gefunden werden. Und, hast du ihn? Jetzt ist egal. Okay, machst du die Tür zu? Ich weiß jetzt, wo das ist. Ach, du weißt jetzt, wo es ist. Na dann. Der blaue Drache wurde gefunden und wir können weitermachen. Machst du die Tür zu? Ja. Nein. Nein, ja, nein, okay. Ja, nein. Tür zu? Dankeschön. Ja, nicht in Ruhe Fragen beantworten. Blaue Drachen zwischendurch suchen und naja, es ist viel los hier. Und Sabrina möchte gerne wissen, wieso machst du jetzt nur noch 3 Videos in der Woche? Ich würde mir persönlich mehr Videos von dir wünschen. Sabrina, ich finde es toll, dass du noch mehr Videos von mir sehen möchtest. Und es ist einfach so, dass ich einfach sehen muss, wie ich das einfach alles schaffe. Ich habe früher mehr Videos gemacht und damals waren meine Videos einfach auch noch nicht so aufwendig. Und ich habe mich da so langsam reingefuchst und mich da auch so entwickelt. Und ich schaffe einfach in dieser Form nicht so viele Videos. Ich habe mich dann entschieden, jetzt auf 3-mal in der Woche runterzugehen, was ich jetzt nicht wenig finde. 3-mal in der Woche finde ich einfach perfekt für mich momentan. Und es ist ja auch so, dass ich meinen Kanal auch immer meiner persönlichen Situation anpassen wird und anpassen muss, weil einfach manchmal die Zeit auch mit den Kindern intensiver ist und manchmal finde ich einfach mehr Zeit und manchmal finde ich einfach auch weniger Zeit. Und mir ist es zum Beispiel wichtig, jeden Teil meines Lebens so ein bisschen in Balance zu halten. YouTube ist ein großer Teil, macht mir super viel Spaß, aber ich möchte auch Zeit für meine Familie haben. Ich möchte den Sommer genießen, ich möchte einfach viele Dinge auch tun und dazu muss ich natürlich Zeit finden. Ich nehme Zeit für euch, ich nehme Zeit für meine Familie, ich nehme Zeit für meine Freunde und für meine Hobbys. Und dann ist mein Leben auch schon voll. Und deswegen produziere ich jetzt 3 Videos in der Woche. Das muss jetzt erstmal reichen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Das weiß man ja nie. Aber ich denke, es wird jetzt erstmal bei 3 Videos bleiben. Und dann schauen wir mal, was in der Zukunft so passiert. Und Ulla Troller backt und bastelt, möchte gerne wissen, ob ich die Smoothies, die ich am Morgen trinke, ob ich die alleine trinke oder ob mein Mann und meine Kinder die auch trinken. Also Ulla Troller backt und bastelt hat einen wunderbaren Blog, also klickt euch da mal rauf, den finde ich sehr, sehr schön und ich bin ein großer Fan dieses Blogs, das erstmal dazu. Und mein Mann und meine Kinder trinken sehr gerne Smoothies, wir trinken aber irgendwie alle unterschiedliche Sorten gerne und morgens, wenn ich in der Küche stehe und frage, wer alles einen Smoothie möchte, dann kommen verschiedenste Wünsche. Mein Mann mag am liebsten diesen Erdbeersmoothie, ich momentan auch. Und meine Tochter mag es am allerliebsten grün. Jetzt, wo sie sich überwunden hat, grüne Getränke zu trinken, trinkt sie eigentlich nichts anderes mehr. Und mein kleinster Sohn, der mag am liebsten Bananensmoothie. Und mein mittlerer Sohn, der steht sehr auf Nektarine. Also alle haben hier unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Ich mache morgens aber einen Smoothie, immer unterschiedliche. Und alle trinken die eigentlich sehr
sehr gerne. Und das finde ich auch super, weil mit Smoothies lässt sich super in den Tag starten. Ich finde die auch super zum Mitnehmen. Obwohl in vielen Familien, die ich kenne, sind eigentlich die Frauen die Smoothie-Trinker. Da sagt der Mann doch mal schnell, nee, nee, ich nehme doch lieber mal einen Kaffee. Und, aber das muss jetzt nicht bei allen so sein. Mein Mann trinkt ja auch gerne Smoothies. Ich glaube, viele Männer trinken gerne Smoothies. Aber bei uns ist es so, wir trinken alle gerne Smoothies. Und Annika fragt mich, mich würde interessieren, was du für einen Staubsauger hast. Und benutzt du auch einen Swiffer? Und kommt nochmal bald ein Putzutensilien-Update. Und ja, auch ein sehr schönes Wort, Putzutensilien-Update. Ja, finde ich total großartig. Also ich staubsauge hier sehr viel, weil ja kleine Kinder auch oft viel krümeln. Und bei uns ist es zum Beispiel so, man kann auch durch die Küche in den Garten gehen und ihr könnt euch vorstellen, was da dann so rein und auch rausgetragen wird. Und wir haben einen Staubsauger von Dyson, der ist ohne Staubsaugerbeutel und schafft ganz gut was weg. Ich muss dazu sagen, dass mein Mann den angeschafft hat. Ich hatte da überhaupt kein Mitspracherecht, auf einmal stand er da. Mein Mann ist immer sehr schnell, wenn es darum geht, neue Haushaltsgeräte anzuschaffen. Staubsauger fand er irgendwie cool und hat den besorgt. Und ich finde ihn super gut. Wir haben ihn jetzt schon seit 3 oder 4 Jahren. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Und der saugt wirklich sehr, sehr kräftig. Und ja, ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Der lässt sich auch klasse reinigen. Und ich war erst so ein bisschen skeptisch, auch ohne Staubsaugerbeutel. Und verkeilt sich das da drin nicht? Oder wie sieht das aus? Und mein Mann staubsaugt seitdem auch sehr, sehr gerne. Und ich bin auch froh drüber, dann muss ich das nicht immer alleine machen. Aber bei uns ist es auch so, dass wir schon 1-2 Mal am Tag hier kurz mal was aufsaugen müssen, weil es dann irgendwie so aussieht, wie man es nicht so gerne hat. Und da ist der ganz gut. Und den Swiffer, den kenne ich aus der Werbung. Ich habe den aber nicht. Der soll ja super sein bei Tierhaaren, laut Werbung. Ja, ich habe den irgendwie nicht. Ich staubsaug das alles auf oder wische das alles ganz primitiv weg. Aber damit habe ich jetzt überhaupt keine Erfahrung. Ich fahre ganz gut ohne. Und ein Putzutensilien-Update kann ich gerne machen. Schreibt mal rein, wen interessiert es noch? Putz- und Reinigungsmittel, Haushaltsmittel und so ein bisschen was zur Putzplanung. Schreibt mal rein, wie ihr das als Videothema finden würdet. Dann schauen wir mal. Aber Putzen, ja, ein tägliches Thema, auch bei mir. Nicht gerade meine Lieblingsaufgabe, aber muss ja gemacht werden. Aber wenn der Mann gerne staubsaugt, ist das schon die halbe Miete. Und Michelle hat mich gefragt, sie hat mein letztes Food Diary gesehen, wo ich einen Salat gezeigt habe mit einem selbstgemachten Dressing, weil wir haben Pasta gegessen und dazu gab es einen leckeren Salat. Und ich mache auch sehr gerne Salatdressings selber. Das hier ist jetzt ein Senfkräuterdressing, einfach ganz easy. Und falls ihr darauf Lust habt, könnte ich euch das Rezept einfach mal abdrehen. Verschiedene Salatdressings sind doch immer klasse, weil ich liebe das einfach. Gerade in der Sommerzeit isst man ja wieder mehr Salat. Also schreibt es mir in die Kommentare. Salat im Sommer finde ich immer wieder gut. Und Desiree fragt mich, haben deine Kids eigentlich auch eine Milchunverträglichkeit? Und hast du deine Kinder gestillt? Stillst du noch? Und was hältst du vom Langzeitstillen? Also bei meiner Tochter ist es klar, die hat eine Laktoseintoleranz, genau wie ich, die relativ gut ausgeprägt ist auch. Was wir beide aber haben, ist so eine Art Toleranzschwelle. Also ich könnte jetzt schon mal so 2 Löffel Joghurt essen oder auch so mal so ein Mini-Kaffee mit Kuhmilch trinken. Da passiert jetzt nicht sonderlich viel. Aber trinke ich einen großen Kaffee-Latte oder esse ich ganz viel Käse oder esse ich so eine Pizza mit normalem Käse, dann bekomme ich relativ stark Probleme. Bei meinem mittleren Sohn ist es noch nicht so ganz klar, weil wir einfach nicht viele Kuhmilchprodukte im Haus haben, isst er einfach super wenig Kuhmilch. Bis jetzt habe ich aber keine Reaktion darauf entdecken können. Und bei meinem kleinsten Sohn ist es auch noch gar nicht so klar. Und ja, ich habe alle meine 3 Kinder gestillt. Das lief auch recht unproblematisch und das fand ich für uns total optimal. Jetzt ist es so, dass ich auch gar nicht mehr stille, weil mein Sohn sich einfach abgestillt hat. Finde ich perfekt, finde ich gut. Wenn er den Zeitpunkt so gewählt hat, ist es für mich völlig in Ordnung. Und was hältst du vom Langzeitstillen? Ich bin erstmal der Meinung, dass jeder das machen sollte, was er möchte und was er fühlt. Und dieses Thema ist ja heiß umstritten. Und meine Meinung dazu ist, es ist ja egal, wie man das macht. Man kann es oft ja als Mutter auch gar nicht richtig machen. Das bezieht sich nicht nur auf Stillen, sondern auf verschiedenste Themen. Und wenn eine Mutter ihr Kind länger stillen will, soll sie das tun. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Und wenn eine Mutter gar nicht stillen möchte, soll sie das auch tun. Und wenn man ein halbes Jahr stillen möchte, dann ist es auch in Ordnung.
Ordnung. Und man kann es ja auch irgendwie gar nicht richtig machen. Stillt man irgendwie ein halbes Jahr, sagen viele, was, du stillst nicht mehr, oh Mann, das soll so gut sein. Und stillt man total lange, dann heißt es, was, du stillst noch, ist es nicht langsam mal ein bisschen lang, ist es denn gut fürs Kind? Und wenn jetzt eine Mutter überhaupt nicht stillen möchte, heißt es, was, du stillst nicht und das soll man aber, das ist das Beste. Und ich finde, jeder soll das verdammt nochmal selber entscheiden. Und was soll man auch machen, wenn es nicht mit dem Stillen klappt und alle sagen, das ist aber super fürs Kind, aber es funktioniert nicht. Da wird man als Mutter ja wahnsinnig, dann soll man eben nicht stillen. Und bei jedem ist es ja auch so unterschiedlich. Bei dem einen klappt das Stillen gut, bei dem anderen überhaupt nicht. Und gerade wenn eine Mutter irgendwie Probleme mit dem Stillen hat und alle sagen, das ist aber das Beste fürs Kind, dann ist das totaler Stress und dann klappt es meistens ja sowieso nicht. Und ich bin einfach für Toleranz, was dieses Thema angeht. Jeder macht das anders, jeder ist anders, jedes Kind ist anders, jede Mutter ist anders. Soll doch bitte jeder das tun, was er möchte und dann ist auch jeder glücklich. Aber ich finde Langzeitstillen völlig okay. Und seit dem letzten Food Diary wollen viele von euch das Rezept zur Linsenlasagne haben. Und es freut mich sehr. Das ist ein tolles Rezept, was ich euch sehr gerne abdrehe, weil dann kann ich es auch sehr schnell wieder essen. Und es ist wirklich sehr lecker. Video kommt, dauert ein paar Tage, habt noch ein bisschen Geduld. Und Rosanna Mariana möchte gerne wissen, was für eine Joghurt-Alternative ich verwende. Also, momentan bin ich ja verrückt nach Joghurt mit Erdbeeren, wie ihr auch schon mitbekommen habt. Und ich verwende Provamel Breakfast. Das ist ein Joghurt auf Soja-Basis. Soja ist ja nicht jedermanns Sache, aber ich finde ihn hin und wieder sehr lecker. Ich finde ihn vom Geschmack her sehr klasse. Den gibt es in Natur, aber auch in Vanille. Ich mag den Natur am liebsten. Aber es gibt auch noch viele andere Joghurt-Alternativen von Sojade oder von noch anderen Herstellern. Da kommt so ein bisschen auch den Geschmack drauf an. Aber Provamel Breakfast schmeckt mir einfach sehr gut und ist für mich eine optimale Alternative zum Joghurt. Ich liebe den Friends Day. Ich danke euch herzlich für die Kommentare, Zuschriften per Mail, Facebook oder auf Instagram. Und falls ihr auch Fragen habt, ganz einfach, schreibt die Frage einfach in die Kommentare oder schreibt mir eine Mail oder schreibt mir via Facebook oder Instagram. Alle Infos dazu findest du noch einmal in der Infobox. Und jetzt verabschiede ich mich nur bis Freitag, denn da ist My Day Friday und ich habe ein schönes Video für euch in Planung. Also bis Freitag, klickt euch rein und genießt den Tag. Bis bald und tschüss.